Was gibt Schöneres? Die Festelsaison hat längst begonnen und der Sommer klopft bereits lautstark an die Tür. Besonders die Innviertler haben das Feiern in ihren Genen. Und die Feste kommen sowieso immer gut an, so wie jenes in Mirnbach. Weil im Innviertel einfach lauter gemütliche Leute sind und da hat einfach jeder Gaudi und es gibt ein gutes Rieder Weizenbier. Hey, schau, da hat der nächste gemütliche, da haben einfach alle gut drauf. Ja, ich weiß nicht, da sind einfach die Leute einfach ein Wahnsinn zum Feiern irgendwie. Das ist, ja, weiß nicht, das ist einfach ganz was anderes wie in der Großstadt. Die sind einfach alle gut drauf und ich weiß nicht, es passt einfach alle voll. Ja, einfach die Stahlfestel haben einfach was Besonderes im Innviertel, ja. Das ist jedes Stahlfest wirklich im Innviertel wirklich klasse, ja. Da hat man voll da. Weil man einfach so nicht allein kennenlernt und weil einfach ein gutes Bier haben. Weil es im Innviertel die geilsten Leute gibt, die geilsten Fessel gibt und immer, man wird immer gut bedient. Ich würde sagen, jung und alt ist kein Problem. Wir holen einfach zusammen und haben unsere Gaudi. Der Innviertler ist bodenständig, er hat Humor, er ist ernst, er sagt, wenn es ihm nicht passt, oft auf ein bisschen ungehobelte Weise. Aber schlussendlich kann man es nachher annehmen und man weiß, wie man dran ist und somit kann man auch wirklich im Innviertel am besten feiern. Und weil die Innviertler ja auch ein so geselliges Volk sind, waren die zahlreichen Bars natürlich Treffpunkt Nummer 1 an diesem Abend. Natürlich eine Würstelbude haben wir auch, wo es Bosner und alles andere Gutes zum Essen gibt. Und die Leute taugt es. Und wir haben bei der Muserichtung haben wir eine DJ-Muse und das kommt bei Leuten recht gut an, freut uns und es geht jetzt auch gut. Freunde treffen, feiern und fetzige Beats. Und der Wettergott, ja, auch dieser zeigte sich gnädig und schickte den Partytigern das perfekte Festelwetter ins Innviertel. Da steigt doch auch die Vorfreude auf den Sommer erst so richtig. Auf was freust du im Sommer am meisten? Auf meinen Urlaub. Dann habe ich mir wirklich verdient, meinen Urlaub. Auf den freue ich mich wirklich, ja. Besonders auf dem Attersee, aufs Bohn, aufs Bergsteigen und natürlich auch auf die Fistel.